Ja, schönen guten, hier ist der Dirne wieder. Und wir spielen hier League of Legends mit Dr. Mundo im Henker-Style. Skin, also, ne? Ist klar. Und wie ihr ja vielleicht schon wisst, ich habe überhaupt keinen Plan, also nicht so einen wirklichen Plan. Also ich bin nicht der hier der Oberknaller hier in dem Spiel. Und es wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich das bin. Willkommen im gewundenen Wald. Layla, ich liebe Geyla. Echt, ich finde Layla gut. Ich habe mir den gerade erst gekauft, hier den Skin. Deswegen, ich weiß ja nicht. Und schon haben wir wieder so einen Sagen eigenen Namen oft, damit nicht vergessen. Schon mal passiert. kleinen Stresser hier. Wie gehabt. Das ist ja auch das, was man so liebt an diesem Spiel. Kommt zu Mundo. Und ja. Ein Grund, warum ich es spiele. Wegen der Community, die so toll ist, ja. Und wie gesagt, die Community, man weiß ja Bescheid, ne? Man kennt das ja, soll ja richtig schön scheiße sein, alles. Bei League of Legends, ne? Und von daher. Oh, knapp daneben. Also ich gehöre nicht zu der Fraktion der Flamer. Absolut nicht. Ich hasse es quasi. Ich hasse es wirklich. Die gehen mir so auf die Eier hier, solche manche Leute. Zum Beispiel eben unser Master G hier schon wieder, der hier anfängt zu stressen da wegen nichts. Schon wieder, ja. Kobot und so. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe bisher. Also erstmal, um von vornherein zu sagen, ich spiele am liebsten 3 gegen 3. Dieses 5 gegen 5 dauert mir erstmal zu lange. Ihr wisst ja, Zeit und so. Oh. Und ansonsten, ja, es dauert mir halt zu lange und doch sehr speziell, ne? Man muss halt viel wissen und so. Also auf einer Seite traue ich mir das auch noch nicht so ganz zu. 5 gegen 5. Bin ich einfach noch nicht gut genug für irgendwie. Und ja. Es gibt da so ein paar, zwei, drei Leute. Jetzt, ich kenne zum Beispiel einen hier, den Curry LP. Curry, wie das Gewürz, ja. Der macht da auch gerade so ein Let's Play und halt gegen die Community quasi sozusagen. Also zeigt da auf, wie da rumgeflammt wird und so weiter und so fort. Finde ich ganz gut, finde ich irgendwie lustig das Ganze, weil warum nicht, ne? Es wird da wirklich nur rumgeflammt und sowas alles. Jetzt hier in diesem Normal und 3 gegen 3 ist das zwar nicht ganz so, deswegen kann ich das jetzt nicht irgendwie, kann ich das nicht so nennen, ja? Ganz einfach. Da, daneben, Alter. Was ist denn los hier mit mir? Zack. Okay. Ein bisschen gestealt oder so. Für sowas kriegt man ja dann auch schon mal einen Flame. Aber warum, ey? Ich habe den ganze Zeit da runtergeballert, ne? Okay, es hat sich ja noch keiner beschwert. Was reg ich mich auf? Ich fange auch schon an zu ragen hier. Und ist noch nichts passiert. Das ist ja eben nicht das, was wir wollen, ne? Wir wollen uns ja gar nicht aufregen. Wir wollen hier ganz locker flockig League of Legends spielen, weil das Spiel echt schön, wunderbar ist. Gefällt mir wunderbar. Alles gut. Nur leider eben, was man ja weiß, mittlerweile, wie gesagt, diese Community. Ein Verbündeter wurde getötet. Das flatscht immer so schön. Diesmal nicht. Tja, so ist das. So ist das. Kommt zu Mundo. Ich hab's gespürt. Ich hab's gespürt.
Ich habe es gespürt. Was ist los mit dir, Katharina? Ja, auf jeden Fall, also ich, wie gesagt, also hier fing er ja gleich schon an wieder mit, ja, ich gehe top und was weiß ich. Okay, wenn jetzt hier irgendwelche Pros anwesend sind, ja, und das eventuell, kein Pro wird bei mir gucken, ja, ne, ist klar. Aber, ne, und mich eines Besseren belehrt, dass es da beim 3 gegen 3 schon irgendwelche, das mag ja sein, ne, ich spiele aber hier normal und bin quasi Noob, ja. Also ich fühle mich überhaupt nicht so, als würde ich das Spiel in irgendeiner Form beherrschen, großartig. Oder besonders gut oder wie auch immer. Kann ich überhaupt nicht von mir behaupten. Und will ich auch nicht. Und von daher gesehen würde ich sagen, alles Quark. Das hier, ich weiß jetzt nicht, ob es hier wirklich Lanes gibt oder so, bei 3 gegen 3. Dass da irgendwie Lanes aufgeteilt werden oder so. Habe ich keinen Plan, wie gesagt, kann mich irren. Ich weiß es nicht. Und, also ich mache immer hier den Q zuerst. Ich stehe ja voll auf Mundo. Und zack, wurde ich gebumst. Nun, was soll's. Ich nehme... Weil wir ziemlich viele, glaube ich, mit... Oder? Täusche ich mich da gerade? Ja, wie gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich nehme erstmal den. Der ist immer gut. Ein Gegner wurde getötet. Nun ja. Also ich kann euch hier nicht großartig erzählen, was ich hier... Also, ne? Also wenn ich euch belehren wollte... Oder sollte... Dann wärt ihr bei mir an der falschen Adresse, weil... Ich selber eine Lusche bin, sag ich mal. So sieht's ziemlich aus. Da war gerade einer. Und ja, ich will hier nur spielen, ein bisschen um Spaß zu haben, weil mir das Spiel gefällt. Die Champions gefallen mir sehr gut. Da sind ein paar lustige bei. Wie zum Beispiel Mundo. Den mag ich sehr. Dann, wie gesagt, Chaco mag ich sehr. Habe ich auch schon gespielt. Habe ich auch schon jetzt played quasi. Dann haben wir den, den Brand habe ich mir besorgt. Den mag ich auch. Also so ein bisschen was, was, was man nicht jeden Tag sieht oder so, ja. Die mag ich halt. Solche Champs. Wir sind auch recht witzig. Und, die gefallen mir halt ganz gut. Aber erstmal Ulti hier. Zack. Was ist denn da los? Da ist doch was im Busch. Und ja, Wolski. Haben wir ihn erwischt. Oh, das meine ich, genau. Genau das meinte ich, ja. Also habe ich ihn mal eben hier. Da gleich sich zu beschweren und so, wenn man dann mal jetzt mal so zwei oder drei Last Hits irgendwie geklaut hat, also weißt du, das finde ich einfach überflüssig. Sowas von überflüssig. Das ist eigentlich der Anlass zum Ragen. Nichts anderes. Da, jetzt kommt er da runter hier. Was soll das? Was soll das denn, ne? Zack. Schmeiß mir auch meine Ulti an, damit ich so ein bisschen Leben nachhole hier, nach hochhole. Wie auch immer. Ich hole mir einen runter. Ich hole mir einen hoch, meine ich. Ja, ich denke, soll's. Ich bin ja Tank. Der Tank, der Tank.
hier lang. Zack. Jo. Mundo gehen, wo er will. Der Mundo, coole Sache. Ich mag den Mundo total gerne. Total gerne mag ich den. Wams, guck mal, was der abzieht da mit seinem Beil. Ist schon Knaller, ne? Finde ich gut. Wenn ich das, finde ich aber gut. Ja, komm ruhig. Ich mach dich nass. Du Luder. Oh, irgendwas hat mich terminiert. Ich habe nie aufgepasst. Ehrlich gesagt weiß ich nicht was, aber es war irgendwas. So, und dann hole ich mir schon mal ganz gerne hier diesen. Glaube ich. Oder hole ich mir den? Ich hole mir erstmal hier so einen. Den mag ich auch ganz gerne. Weißt du? Verstehst du? Also vielleicht kann man es so nennen. Ein Let's Play vom Noob für Noob. Und in Anstoß dessen, dass... Ach, da greift er wieder an. Ich habe jetzt keinen Bock zu sterben hier eigentlich wegen dir. Oh, da haut er das Ding daneben. Sehr schön. Gut gemacht. Good job, Jungs. Und Mädels. Falls ich das sagen darf. Als Noob. Aber ich möchte mich halt auch irgendwie anschließen, dass ich das richtig schön scheiße finde. Weil das ist einfach ein schönes Spiel. Also schön, ne? Ich mache das immer so gay-mäßig. Aber naja. Es ist einfach, ich finde das Spiel gut. Es macht Spaß. Es ist sehr spaßig, ja, finde ich. Und von daher finde ich es echt kacke, dass dieses Spiel aufgrund seiner Community oder auf einige, ja, man muss ja wirklich schon fast sagen, das sind sehr, sehr viele. Es ist ja schon die Minderheit, die mal nicht darum raged oder sowas. Ja, die, oder rumflamed oder wie auch immer. Es ist ja wirklich eine Minderheit, ja. Quasi schon. Das ist, finde ich, so schade. Aber das Spiel ist einfach zu schade, einfach, um da rumzuragen. Das ist nämlich das, was ich meine. Das finde ich so kacke daran. So, dann knallen wir mal Ulti rein. Ja. Geht doch. Was will man mehr? Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Zack. Ja, ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Jetzt nicht mehr. Dann machen wir mal Heal an und das Ding aus. Und jetzt wollen wir mal zusehen, dass wir nach Hause kommen. In the base quasi. Und da holen wir uns zuerst mal den Frosthämme. Und dann, ach, ich wollte mir eigentlich die zuerst holen. Naja, holen wir uns das. Und das. Und dann sind wir doch schon mal gut dabei, wie ich sagen. Also Mundo macht mir echt Spaß, muss ich wirklich sagen. Also ich ist im Moment mein Lieblingschamp, würde ich so sagen.
Und ich kann auch noch nicht mal sagen, ob ich den jetzt wirklich richtig spiele oder so. Wobei richtig und falsch, ne? Solange es funktioniert, ist alles gut. So sieht's doch aus. Im Grunde. Katharina möchte ich auch gerne mal spielen. Die habe ich auch. Also ich habe mir diese beiden Pakete, da habe ich mir gekauft. Zack. Wo die Champions da drin sind, 20 Stück jeweils, ne? Und dann habe ich mir noch zwei, drei, fünf so gekauft. Oh, scheiße. Und, vier Stück, also ich habe jetzt glaube ich 45 habe ich mir, habe ich jetzt 44 Champions oder so. Und bin jetzt auf Stufe 12, also mein Beschwörer da, ne? Also ich quasi. Auf Stufe 12. Und so sieht's aus. Jetzt sind sie alle da oben. Gehen wir mal hoch. Kurz. Gucken. Ich geh den mal holen hier. Oh. Vielleicht hätte ich doch besser hier hingehen sollen, was? Das gibt gleich einen Flame. Scheiße, jetzt fühle ich mich aber doof. Hätte ich mal zuerst holen sollen. Hätte ich ihm mal erst helfen sollen und dann, also weißt du, fand ich jetzt auch irgendwie einen scheißen Trick. Ja, ja. Mundo gehen, wo er will. Schade. Hat er sich aber erschrocken. Ich komme schon. Siehst du wo? Da gibt's auf die Fresse. Hier sehe. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe schon. Ah, kennt ihr das, wenn die Zigarette an der Lippe klebt? Ich habe ja schon ein paar gute Spiele mit Mundo gemacht, ne? Aber wie schön, dass es so gut funktioniert gerade. Dann holen wir uns die Rüstung. Dann holen wir uns. Ich weiß nicht, ob mir das letzte Mal geholt. Ein Gegner wurde getötet. Ja. Aber das soll ja auch ganz gut sein, nicht wahr? Deswegen holen wir uns das erstmal. Obwohl, ich weiß nicht, ich hole mir das jetzt einfach mal hier. Ich hab's ja. Gehen hier lang. Und dann wollen wir mal gucken, ne? Ich komme! Junge, ich komme doch! Achso. Sehr gut. Oh, krass. Läuft doch gut. Ich weiß gar nicht, warum der Mund oder erstmal Fresse aufreißen immer. Alle, ne? So ist das leider. Oh. Es
Ups. Zack. So. Mundo gehen, wo er will. Ein Gegner wurde getötet. Ja, hier gibt's auch die Schnauze. Ein Gegner wurde getötet. Ich gehe jetzt einfach nochmal rein hier. Zack. Sehr schön. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Noch einmal weg. Holen wir noch mal hier das Leben. Und ich glaube, so langsam, aber sicher, können wir ja mal Gummi machen hier. Ich glaube, da ab. Gucken wir mal hier. Vielleicht. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, oh, schönes Ding. Was haben wir denn? Ja, so ein paar schöne Sachen hat er ja, ne? Gehen, wo er will. Mundo gehen, wo er will. So sieht es nämlich aus. Jetzt haben wir schon fast 4K live. Mundo zu stark für euch. Sehr gut. Mundo, gehen wir lang. Schießt er auf mich hier, der Turm? Ja, ne? Scheiße. Schade eigentlich, da habe ich wieder irgendwie was falsch gemacht. Das sah aber gut aus. Ach ja, dann nehme ich die auf. Das war's, Dankeschön fürs Zugucken, Jungs. Ihr wart super. Bis die Tage, also tschüss, ne?